Ja, hallo wieder. Ganz kurz, ganz kurze Anmoderation von mir. Dirk, du hast eine Übung fürs Kraulschwimmen mitgebracht. Ist speziell für Anfänger oder für Fortgeschrittene, für Sprinter oder für Langstreckler geeignet? Eigentlich für jedermann geeignet, umso mehr geeignet allerdings für Sprinter. Und zwar bezieht sich diese Übung verstärkt darauf, dass man den Beinschlag in die Gesamtlage einbaut und natürlich mit einer relativ geraden oder tiefen Kopfposition. Mir ist klar, dass Anfänger eher eine höhere Kopfposition bevorzugen, aber im Spitzenbereich versuchen wir natürlich immer sehr widerstandsarm zu arbeiten, eine sehr flache Körperlage zu erzielen. Und die wird natürlich angesteuert durch die Position des Kopfes. Ist der Kopf relativ tief, kommt die Hüfte hoch, ist der Kopf oben, kommt die Hüfte runter und wir haben viel Widerstand. Die Übung, die jetzt Alexander zeigen wird, er wird also jetzt knapp 10 Sekunden an der vertikalen Position Beine machen, dann wird er in die normale Beinschlagposition gehen mit vollen Beinen und beginnt dann zu schwimmen. Er soll darauf achten, dass die Kopfposition sich nicht verändert und dass der Beinschlag im Rahmen dieser Übung auch nicht weniger wird. Das heißt, wenn er schwimmt, muss er gleiche Beinschlag sein wie bei den Beinen. Nur beim Beinschlag. Meistens nimmt der Beinschlag dann ab, weil die Leute da auf die Arme konzentrieren, aber der Beinschlag muss genauso intensiv durchgeführt werden wie bei dem Beinschlag normal. Also Alex, sei mal kurz. 10 Sekunden, schön strecken, und dann zwei Beine. Ja, und strecken. So. Ja, das sieht man schön, er kriegt immer graue Beine, schon mal relativ hart. Jetzt wird er gleich nach vorne gehen. Wird Luft holen. Ja, jetzt kommt er in die Position rein, Beine kommen. Und jetzt soll er die Beine machen. Genauso stark wie er die Mühle machen. Genau, das heißt, er hat ja auch Flossen an, das heißt, wir wollen bei der Übung eine möglichst hohe Geschwindigkeit erzielen. Klar, das ist eine Highspeed-Geschichte, eine hohe Geschwindigkeitsübung. Das war nicht gleich optimal. Achtet auch, dass die Beine genau intensiv sind beim Schwimmen bei den Beinen. Kopf tief, Kopf tief, Kopf tief. Beine kommen, Beine kommen. Jetzt sind die Arme dazu. So. Das ist also eine optimale Position, damit man eine optimale Übung, damit man die Position, die Wasserlage nachjustieren kann. Ja, dann würde ich sagen, probiert es mal zu Hause aus. Zieht euch Flossen an, ihr habt es gesehen. Auch der erfahrene Schwimmer hat sich Flossen angezogen. Ansonsten werdet ihr schon Probleme haben überhaupt bei der Vertikalposition. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, werdet ihr Probleme kriegen, da allein über dem Wasser zu bleiben. Und was würdest du sagen, wie oft kann man so eine intensive Geschichte ins Training einbauen oder wie oft sollte man diese Übung jetzt an einem Stück wiederholen? Also die Übung kann man ruhig 3, 4, 5 Mal wiederholen, aber mit entsprechend langer Pause, Minute Pause. Ich liebe ja vor allen Dingen Übungen auf Geschwindigkeit, denn das in der Geschwindigkeit saubere Schwimmen. So machen wir solche Art von Übungen mit Sicherheit 4, 5 Mal die Woche, zum Ende des Trainings 3, 4, 5 Wiederholungen, um überhaupt nochmal einen High-Speed-Impact, eine hohe Geschwindigkeit nochmal in das Schwimmen reinzubekommen, bevor die Leute ins Ausschwimmen gehen und dann das Training beenden. Ich merke schon, ja, dieses Stichwort Geschwindigkeit fällt auch bei dir sehr, sehr oft. Das ist auch unsere Philosophie von Swim Performance, ja, immer alles eigentlich der Geschwindigkeit unterzuordnen. Und wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wie ihr euer Training aufbauen sollt, wie ihr euer Konzept zusammenstückeln sollt, wie ihr auch nicht wisst, zum Saisonhöhepunkt her die Topform zu erreichen, dann holt euch bei uns von schwimmtrainer.de Informationen, besucht unsere Seminare, da bekommt ihr all diese Informationen, egal ob Übungsleiter, C, B oder A Trainer, es gibt für jeden Informationen und Feedback und ja, schaut vorbei. Dirk, danke für die Infos, danke auch an Alex und ja, bis im nächsten Video. Ciao, ciao.